Fettdepots im menschlichen Körper, das ist ein wichtiger Punkt auch für Gefäßerkrankungen. Viele Frauen, die zu mir kommen, sagen oft, ich bin sehr unglücklich mit den Fettdepots am Bauch, an Hüften und an Oberschenkeln. Und ich sage als Kardiologin immer zu den Frauen, wissen Sie, aus meiner Sicht als Kardiologin sind das eigentlich die günstigen Fettdepots. Vielleicht für Sie von der Optik nicht so schön, aber als Kardiologin ist das ein vollkommen neutrales Fettgewebe. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf Atherosklerose oder auf die Gefäßfunktion. Viel, viel schädlicher ist das Fettgewebe, das wir im Bauchbereich haben. Das ist das sogenannte Bauchfett oder abdominelle Fett. Das betrifft Männer und Frauen. Und das ist auch leider etwas relativ Einfaches, was Sie selber testen können. Stellen Sie sich in der Früh hin und kneifen Sie einfach in Ihr Bauchfett, wenn Sie eine richtige große Menge da in der Hand haben, dann wissen Sie, irgendetwas stimmt nicht oder vielleicht passt auch die Hose oder der Rock nicht mehr. Warum ist das Bauchfett so gefährlich? Das Bauchfett unterscheidet sich vom Hüftfett, dass es ein hochaktives Stoffwechselorgan ist. Es verändert den Zuckerspiegel und bewirkt, dass es viel schneller zur Entstehung von Zucker, also vom Diabetes kommt. Es verändert die Blutfette, das heißt, das schlechte, das LDL-Cholesterin steigt an. Es verändert die Gerinnungsfreudigkeit des Blutes, das heißt, es können sich leichter Klümpchen oder kleine Tromben bilden, die die Gefäße verschließen. Und beim Mann ist es auch so, dass dort ein Inhaltsstoff gebildet ist, das ist die sogenannte Aromatase. Und diese Aromatase spaltet Testosteron in Östrogen. Deshalb haben übergewichtige oder fettsüchtige Männer meistens einen niedrigen Testosteronspiegel. Das Gute daran ist, wenn Sie bewusst mit Ihrem Körper umgehen und etwas ändern wollen, machen Sie Bewegung, essen Sie weniger fettreich, essen Sie weniger zuckerreich, dann werden Sie sehen, dass das Bauchfett weniger wird. Das ist gut für Ihren Körper und auch gut für Ihr Herz. Gewichtsreduktion oder die Frage, wie kann ich gesund abnehmen, ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Sie wissen ja, wir Österreicherinnen und Österreicher werden immer dicker. Deshalb ist es auch wichtig, dass man sich die Frage stellt, was kann ich für mich tun, um nachhaltig und gesund Gewicht abzunehmen. Eines der wichtigen Dinge vor allem ist einmal, dass ich für mich erkenne, dass ich überhaupt zu dick bin oder dass ich etwas ändern sollte. Das zweite ist, dass ich ernsthaft daran arbeiten möchte. Und das ist nicht ein kurzfristiges Projekt, sondern etwas Langfristiges. Denn wenn ich kurzfristig 2-3 Kilo abnehme und nachher mein Ernährungsverhalten wieder das alte aufnehme, dann werde ich wahrscheinlich sehr rasch mein Gewicht wieder zunehmen. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Gewicht nicht zufrieden sind, dann sind Sie realistisch. Was ist Ihr Zielgewicht? Was wollen Sie abnehmen? Was können Sie abnehmen? Wenn das 2-3 Kilo sind, dann werden Sie das sicherlich selbst alleine gut schaffen. Sollte das aber mehr Gewicht sein, das Sie planen abzunehmen, holen Sie sich hier professionelle Hilfe dazu. Was Sie in jedem Fall machen können, ist, dass Sie achten auf den Kaloriengehalt Ihrer Nahrung, das heißt Zucker und Fett, und dass Sie beginnen mit Bewegung. Die Bewegung muss regelmäßig sein und nicht nur 1-2 Mal in der Woche. Versuchen Sie, Stiegen zu steigen, versuchen Sie einfach Distanzen, die Sie mit dem Auto fahren, wenn das Distanzen sind, die Ihnen möglich sind, zurückzulegen, einfach zu Fuß zu gehen. Versuchen Sie, jeden Abend spazieren zu gehen. Wenn Sie ein Haustier haben, einen Hund, dann gehen Sie mit dem Hund spazieren und bleiben nicht nur eine kleine Runde. Versuchen Sie, allenfalls Maßnahmen zu treffen, um mehr Energie zu verbrauchen oder um sich weniger Energie zuzuführen. Sie werden das sicher schaffen. Gewichtszunahmen nach Diäten sind sehr häufig und führt oft zu Frust bei Männern und Frauen, weil sie sagen, es bringt ja eigentlich überhaupt nichts. Das passiert sehr oft und zwar deshalb, weil hier nur die Menge an Energie, das heißt die Nahrungsmittel kurzfristig verändert werden, aber Menschen keinen Sport machen. Das bedeutet, wenn ich immer nur versuche für einen gewissen Zeitraum wenig zu essen, aber mein Ernährungsverhalten langfristig nicht ändere, werde ich immer wieder in diesen Kreislauf kommen. Und mit der Zeit funktioniert es auch so, dass die Phase, wo ich dann Gewicht zunehme, immer schneller ist und ich dieses Gewicht eigentlich auch gar nicht mehr abnehmen kann.
Deshalb ist es ganz, ganz wichtig für Sie, wenn Sie das Ziel haben, langfristig Gewicht abzunehmen und dieses Ziel auch zu halten, dass Sie nicht nur schauen, was Sie ernährungsmäßig zu sich nehmen, das heißt weniger Zucker, weniger Fette, auch weniger oder kein Alkohol, und versuchen Sie sich einfach zu bewegen. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, regelmäßig sich zu bewegen und sich sportlich zu bewegen, dann gewöhnen Sie sich an, Stufen zu steigen, nicht immer das Auto zu verwenden, jeden Tag vielleicht einen Spaziergang zu machen, und wenn Sie ein Haustier haben und Sie gehen in den Park spazieren, dann nicht nur eine Runde, sondern vielleicht auch eine zweite. Das hilft, den Energiehaushalt des Körpers zu aktivieren, und wenn Sie dazu noch mit der Nahrung einfach achtsam umgehen, dann werden Sie Ihr Gewichtsziel sicherlich erreichen und Sie werden Ihr Gewicht auch halten können. Wie schnell ist es oder wie gesund ist es eigentlich? In welchem Zeitraum kann ich mein Gewicht gesund reduzieren? Das ist auch eine Frage, die viele, viele Menschen stellen. Was ist denn ein gesunder Zeitraum? Das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Ich glaube, man muss sich immer anschauen, welche Menge an Gewicht möchte ich reduzieren. Wenn Sie ein Gewichtsziel von 1 bis 2 Kilo haben, dann werden Sie das wahrscheinlich mit bewusster Ernährung und Bewegung in 1 bis 2, spätestens 3 Wochen gut schaffen. Wenn Sie aber sagen, ich möchte mehr Gewicht abnehmen, vielleicht 5, 8 oder 10 Kilo, dann müssen Sie sich sicherlich darauf einstellen, dass Sie längerfristig an Ihrem Ziel arbeiten. Und dann bedeutet das auch, dass Sie sicherlich hierfür einige Monate brauchen. Warum ist das so? Denn wenn Sie diese Menge an Gewicht rasch abnehmen, werden Sie merken, dass nachdem Sie wieder mit Ihrem alten Ernährungsmuster beginnen, Sie das Gewicht rasch wieder oben haben. Das heißt, was ist Ihr Ernährungsziel? Was möchten Sie wirklich abnehmen? Wo ist Ihr Gewichtsziel? Dann können Sie einfach sicher auch den Zeitraum einschätzen, wie lang brauche ich. 1 bis 2 Kilo, wie gesagt, werden Sie in 1 bis 2 Wochen schaffen. Größere Gewichtsmengen, da brauchen Sie einfach auch längere Zeit, die Sie sich auch geben sollten. Professionelle Begleitung bei einer Gewichtsreduktion ist ein ganz bedeutendes Thema. Denn was Sie wissen müssen, ist, dass die wenigsten Menschen hier auf professionelle Hilfe zurückgreifen. Sie kennen wahrscheinlich sicher in Ihrem Bekannten- und Ihrem Freundeskreis, vielleicht auch von sich selbst, dass die Menschen das allein versuchen und manchmal sehr frustriert sind, weil das nicht funktioniert hat. Wenn Sie mehr Gewicht abnehmen wollen oder Sie haben vielleicht eine Erkrankung und Ihr Arzt, Ihre Ärztin sagt Ihnen, es wäre vielleicht wichtig, dass Sie Gewicht abnehmen, dann holen Sie sich hier einfach professionelle Begleitung. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin begleiten oder holen Sie sich Informationen von Diätologinnen und Diätologen oder Ernährungswissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler. Warum? Übergewicht ist eine Erkrankung und gehört auch dann in fachgerechte Hände, und hier brauchen Sie Informationen, um es richtig und gesund zu machen. Warum? Denn es geht darum, wie können Sie Ihre Nahrungsmittel gesund zusammenstellen, individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen? Welche Möglichkeiten gibt es für Sie, dass Sie sich gesund bewegen? Denn wenn man sehr massives Übergewicht hat, ist Laufen nicht die Bewegung der Art. Da ist vielleicht Gehen eine Möglichkeit oder Radfahren. Da ist es wichtig, dass Sie einfach eine gute Anleitung dazu haben. Und sollten Sie wirklich unter einem höhergewichtigen oder höhergradig übergewichtig oder fettsüchtig sein, dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, auf eine Rehabilitation zu gehen, wo Sie unter ärztlicher Anordnung und mit Therapien die Möglichkeit haben, gesund Ihr Gewicht zu reduzieren. Heißhungerattacken, glaube ich, kennt jeder von uns. Das ist etwas, was einen plötzlich überfällt und man denkt, ich muss jetzt einfach zugreifen. Und wo zugreift man einfach? Das sind meistens Dinge, die nicht so gesund sind. Das sind einfach meistens Süßigkeiten, kleine Dinge, die irgendwo nebenbei stehen, die ich dann esse und ich erhoffe mir hier, meinen Heißhunger zu stillen. Die Illusion dahinter ist, der Hunger vergeht nicht, sondern man vergisst eigentlich daran, etwas Vernünftiges oder Gesundes zu essen und greift einfach immer mehr zu diesen kleinen Dingen, die viel Energie haben. Was Sie konkret machen können, um Heißhungerattacken zu vermeiden, überlegen Sie sich einmal Ihren Tagesablauf.
Wann können Sie essen? Wann haben Sie Pausen? Was haben Sie heute vor? Sitzen Sie heute im Büro? Sind Sie zu Hause? Sind Sie unterwegs? Wichtig ist, dass Ihr Körper regelmäßig Energie benötigt, um Zuckerspitzen, aber auch das Abfallen des Blutzuckers zu verhindern, weil das ist der Grund, weshalb Sie überhaupt Heißhungerattacken haben. Nehmen Sie sich vielleicht einen Apfel, ein Stück Obst mit oder vielleicht auch ein Stück Gemüse als Zwischenmahlzeit, vielleicht ein Joghurt. Und nehmen Sie sich wirklich auch Pausen im Alltag hinein, wo Sie sagen, dort kann ich mich hinsetzen und zu essen. Das ist die beste Variante, um Heißhungerattacken zu vermeiden.